Wenn du im Fitnessstudio trainierst, Krafttraining machst, fragst du dich vielleicht manchmal, ja, mache ich heute Beinpresse oder mache ich besser Kniebeugen? Die Frage steht häufig im Raum und ich möchte in diesem Video mal darauf eingehen und dir darauf eine Antwort geben. Hallo und herzlich willkommen, ich bin Jörn Giersberg, Personal Trainer. Und heute wollen wir mal die Frage klären, sollst du dich eher an der Beinpresse orientieren oder eher Kniebeugen machen? Beide Varianten, also Beinpresse und auch Kniebeugen, sind Grundübungen. Das heißt, hier werden relativ große Muskelgruppen bewegt, die Beinstrecker, also die Oberschenkelvorderseite und auch die Gesäßmuskeln als Hauptmuskeln. Und dadurch, dass also große Muskelgruppen in Bewegung sind und auch mehrere Gelenke involviert sind, also die Kniegelenke, die Fußgelenke und auch die Hüfte, ist das also eine sehr wirksame und sehr effektive Möglichkeit, Muskeln zu entwickeln, die für dich auch für das Abnehmen wichtig sind. Und der Hauptunterschied zwischen beiden Übungen ist folgender, dass man sagt, also dass du natürlich bei der Beinpresse, dadurch, dass du in einer Maschine liegst, das ist ja im Prinzip eine Maschine, es ist keine freie Hantel, sondern du bist eingepresst in einen statischen Ablauf, wo die Beinpresse sich immer nach oben und unten bewegt. Es gibt ja verschiedene Varianten, aber letzten Endes ist das Prinzip immer das Gleiche. Und das heißt, du bist in einen Bewegungsablauf hineingepresst. Und das heißt also, dass du bei der Beinpresse weniger individualisierte Bewegungsabläufe nutzen kannst, als das zum Beispiel bei der Kniebeuge der Fall ist. Denn wenn jemand zum Beispiel sehr klein ist oder jemand anderes sehr groß, dann hat er unterschiedliche Hebelverhältnisse und kann natürlich bei einer Übung wie der Kniebeuge mit einer freien Hantel seinen eigenen individuellen Weg besser finden. Das ist also ein Vorteil für die Kniebeuge im Vergleich zur Beinpresse. Und was auch noch das Thema ist, dass du bei der Beinpresse also dadurch, dass du da drin liegst, auch das Gewicht nicht austarieren musst und somit sind auch die unteren Rückenmuskeln, also der Rückenstrecker bei der Beinpresse eigentlich raus, während bei der Kniebeuge der untere Rücken, der gesamte Rumpf stark mittrainiert wird und das ist auch ein wesentlicher Vorteil bei der Kniebeuge. So, und du hast natürlich dadurch bei der Beinpresse, dadurch, dass du nichts ausbalancieren musst, wie bei einer freien Hantel, fehlt dir diese Koordination im Prinzip und das ist auch ein Faktor, der dazu führt, dass es eigentlich weniger Spaß macht. Klar, fühlst du dich wahrscheinlich als Anfänger sicherer in einer Beinpresse, weil du oft denkst, du kannst weniger falsch machen, aber die Kniebeuge bringt dir unterm Strich natürlich viel mehr. Und daher meine klare Empfehlung, nutze beides, aber setze den Schwerpunkt auf die Kniebeugen. Wenn du meine Videos kennst, weißt du, dass die Kniebeugen natürlich ein absoluter Klassiker, ein absoluter Favorit sind, um gute Beine, um einen guten Po zu bekommen. Und vielleicht ein kleiner Hinweis noch von meiner Seite, gucke, dass du nicht zu oft die Beine trainierst, gerade auch die Vorderseite und den Po. Also jetzt nicht täglich, bitte, auf gar keinen Fall. Ich würde dir empfehlen, einmal pro Woche deine Beine zu trainieren und stimme das Beintraining klug mit den anderen Muskelgruppen ab. Ja? Beispielsweise könntest du, wenn du zweimal in der Woche trainieren gehst, an dem einen Tag die Beinstrecker beispielsweise trainieren und an dem anderen Tag den Rücken reinnehmen, weil es gibt zahlreiche Rückenübungen, zum Beispiel Kreuzheben, wo die Beine indirekt dabei sind. Das heißt, du würdest auf anderthalb Trainings pro Woche kommen und das ist eine wichtige Empfehlung. Ich sehe das häufig, dass gerade Frauen zu oft die Beine trainieren, die haben einen Schwerpunkt, es ist eine Problemzone für sie und sie denken, sie müssen da jetzt immer wieder reingehen. Das ist ein Riesenfehler, denn die Pausen sind ganz entscheidend, denn in der Pause erholen sich die Muskeln und das ist viel wichtiger. Wenn dich mehr dazu interessiert, diese Zusammenhänge, Belastung, Erholung und wie du es schaffen kannst, durch Muskelmasse in 4 Wochen 5 bis 10 Kilo abzunehmen, dann lade ich dich herzlich zu meinem kostenlosen Webinar ein. Unter dem Video findest du einen Link, klick da mal bitte drauf, such dir einen Termin aus, trag dich ein. Ich würde mich freuen, wenn wir uns da sehen. Das geht circa 1 Stunde und du wirst mit Sicherheit eine ganz neue Sichtweise zum Thema Abnehmen bekommen.